Hallo, herzlich willkommen in unseren Garten. Gleich geht's los. Ich schaue erst noch mal so ein bisschen in die Runde und freue mich auf euch. Ja, und hier habt ihr schon mal einen Überblick über das ganze Areal. Man sieht ganz deutlich die einzelnen Parzellen. Die meisten sind ungefähr 1 Meter breit und ja, 30 Meter lang. Und es geht jetzt von rechts nach links immer. Und ja, die ganzen Tage war es so schönes Wetter, ihr seht den blauen Himmel und die Sonne hat geschienen. Es ist einfach ideal für einen Garten. Und dies hier ist unsere Parzelle, die geht jetzt, man sieht genau von rechts nach links die Wege bis nach hinten zum Zaun. Und ganz oben ist noch eine Wiese und der Wald. Und hier bin ich jetzt am Unkraut wegmachen, am Erde auflockern, schaut einfach mal zu. Das ist so eine Arbeit, die muss man immer wieder machen. Ich habe es ja schon so oft gesagt, 3-mal hacken erspart 1-mal gießen. Tja, und es hat sich wirklich bewährt. Ich finde es also sehr, sehr genial. Und so gehe ich jetzt Reihe für Reihe durch bis nach ganz hinten. Hier befinden sich Möhren und da mache ich jetzt außen herum das Unkraut weg, damit die dann natürlich auch schön wachsen können. Und das ist ganz gefährlich, weil ich will ja auch nichts Falsches wegmachen und versuche jetzt mein Möglichstes. Diese Möhren, die sind ganz, ganz zart und fein und wenn das Unkraut sehr wächst, dann haben die keine Luft und kein Licht und können sich nicht so gut entwickeln, aber das Unkraut entwickelt sich irgendwie immer gut. Also da sind die Blumen, hier sind die Salate, das seht ihr ja selbst, da kommen dann die Zwiebeln und wieder Blumen. Toll! Also hier ist unsere Artischocke, ist auch schon ein bisschen gewachsen. Jetzt muss ich gucken, was da dahinter ist. Keine Ahnung, doch. Dann sind hier die Radieschen, die hatte ich ja vor 5 Tagen gepflanzt, da sieht man direkt schon ein paar. Dann kommen Kohlrabi, Buschbohnen und Pastinaken. Mal wollen wir mal gucken, ob das so stimmt. So, tschüss. Ich mache jetzt erstmal Pause.